Frank, mein Vater hat mich gehasst. Nein, dein Vater hat dich nicht gehasst. Ich will meine Oma kennenlernen. Ich habe ein Recht darauf. Wie ist denn deine Scham? Das ist doch jetzt egal. Auf jeden Fall fahren wir jetzt zu seiner Beerdigung. In der Provence? Dein Vater war ein streitbarer Mann, das weißt du. Was für eine Untertreibung. Ich habe mich gar nicht vorgestellt. Dr. Hugo Simon. Véronique Gilbert, sehr erfreut. Gilbert, das Herr hat mir gar nichts von der Tochter erzählt. Vero, das ist Isabelle, deine Schwester. Halbschwester. Serge hat uns horrende Schulden hinterlassen. Der hat das ganze Geld verprasst. Ich werde auf mein Erbe nicht verzichten. Frank hat mich einfach zur Ärzteprüfung angemeldet. Manchmal wissen die anderen mehr über unser Glück. Kathrin und Therese sprechen nicht mehr miteinander. Seit 11 Jahren. Bist du dir sicher, dass du Prüfungsangst hast? Ich habe dich zu dieser Prüfung angemeldet, weil ich glaube, dass du eine richtig gute Ärztin sein könntest. Vielen Dank. Das wird ein Spaziergang. Bitte Ruhe, die Prüfung beginnt. Aus der Welt. Mama ruft dich an. Ja, sag ich ihr. Ich muss jetzt auflegen. Tschüss, Papa. Trink das. Das ist gut gegen die Aufregung. Aber ich bin doch gar nicht aufgeregt. Ist egal. Bonjour. Monsieur Docteur. Heute frei? Ja, Vero meint, ich soll die Menschen hier kennenlernen. Am besten bei Ihnen. Da bin ich. Ich weiß auch nicht, was los ist. Sonst kommen die Leute mal morgens bei mir vorbei. Kaffee? Ja. Und wie läuft's? Geht so. Du kommst halt auch aus Paris. Steigert nicht gerade meine Beliebtheit hier in der Provinz. Serge war beliebt und Vero ist es auch. Als ich hierher gekommen bin, um mein Bistro zu eröffnen, da saß ich monatelang auf dem Trocknen. Kathrin hat mich bestärkt. Kommt vielleicht auch darauf an, was man hier will. So, ihr Lieben, jetzt geht's los. Tu peux teindre les lumières, tu peux danser.
que tu veux finir en poussière. Je retiendrai tant que je peux tes mains dans l'atmosphère. L'odeur des joints tous les matins fou en l'air. Tu veux, tu veux, tu veux, tu veux toujours me plaire en tes leçons tant que tu peux. Et jamais me faire taire, je l'écouterai tant que je peux. Ton hymne militaire, ta voix parfois, le matin me fout en l'air. Irgendwas stimmt nicht. Spür ich. Vero, nein, die ist nicht da. Madame Legrand, bitte bleiben Sie ruhig, sonst kann ich Sie nicht verstehen. Die Schwester Legrand, die Älteste, die Kathleen, der geht's nicht gut. Bin unterwegs. Viel Glück und viel Segen auf all meinen Wegen gesehen. Ich brauche meine Tasche. Hallo? Sie kommen jetzt erst? Ich war schon bei Thierry. Wir haben einen Notfall. Kennen Sie die Schwestern Legrand? Klar, unsere ältesten Tänzerinnen. Die haben gestern auf dem Pfarrfest mal wieder richtig Stimmung gemacht. Ja, der Älteren von den beiden geht's nicht gut. Alles Gute zum Geburtstag, Paulette. Sie sehen aber heute schön aus. Wo wohnen die beiden eigentlich? Hinter dem Bolodrom rechts, dann die kleine Gasse in der Gabelung links nehmen, dann ums Eck das letzte Haus im Dorf. Achtung, Hund mit Charakter. Wenn der einen nicht mag, dann... Ja, Sie halten hier die Stellung und wenn was ist, rufen Sie mich an. Sieht ja nicht so aus, als ob er irgendetwas ist. Dein Strand. Hier hat sich nichts verändert. Frank, ich bin nicht reingegangen. Ehrlich gesagt, ich war genauso nervös wie du. Komm, wir gehen ein Stück. Mhm. Weißt du, Vero, es ist nicht so wichtig, ob ihr die Praxis jetzt behalten könnt oder ob ihr sie doch verkaufen müsst. Ich denke nur, dass dich dieser Beruf glücklich machen würde. Du bist ein Naturtalent und es wäre schade, wenn du das nicht ausleben kannst. Aber vielleicht muss ich auch einfach die Realität sehen. Ich kann ja nicht so tun, als wäre ich Ärztin. Und die Leute, die machen das einfach so. Denen ist ein Doktortitel scheißegal. Vero, ich frage dich hiermit. Bist du bereit, alles zu tun, um diese letzte Hürde zu überwinden? Möchtest du alles versuchen, um diese Angst zu überwinden und mit deinem Vater Serge Frieden zu schließen? Du hast seit Jahren keinen Kontakt zu deinem Bruder. Du bist mit Absicht nicht am Grab erschienen. Serge hat uns alle noch ganz schön im Griff. Möglich? Pronk. Ich bin schon mein ganzes Leben lang froh, dass du da bist. Das bin ich auch, Vera. Und mein größtes Glück wäre, wenn du mit Lea nach Hause kommen würdest. Aber wichtiger ist, dass du dein eigenes Leben lebst und dich nicht von den Umständen runterkriegen lässt. Hast du denn immer alles bekommen, was du wolltest in deinem Leben? Das Wichtigste. Die Umstände? Denke schon. Die Umstände zwingen uns, Gilberts Geld zu verdienen. Und zwar schnell. Serges Schulden sind einfach riesig. Die Praxis wirft nichts ab. Die Oliven liegen brach. Mein Job in Hamburg ist im Moment unsere einzige Einnahmequelle. Und Isabelle,
Das Ergebnis von Serge Saphire will ihren Anteil. Bleib hier. Fang in meiner Klinik an. Die Prüfung kannst du dich in einem Jahr erneut stellen. Als Nichte vom Chef? Danke, Frank, aber nein. Nein, danke. Dann fang meinetwegen als Schwester bei Dr. Simon an. Um Gottes Willen, nicht bei diesem Schnösel. Das würde er und noch schlimmer, ich würde das nicht überleben. Sie haben ein Magen-Darm-Virus, denke ich. Ich kann da im Moment nicht viel tun. Aber hier bekommen Sie Wasser, Salz und Nährstoffe, die Sie durch das Erbrechen verloren haben. Was habe ich verloren? Gar nichts haben Sie verloren, alles wird gut. Sie müssen jetzt ganz viel trinken, trinken, ja, trinken. Dass er sie mag, bedeutet was. Ich habe gehört, die kleine Vero ist auch wieder da. Und wer sind Sie? Ich komme dann nächste Woche noch mal wieder. Ich muss noch nach anderen Patienten sehen. Mich bringen Sie raus. Au revoir. Au revoir. Hallo, Mama. Ach so, du bist es. Ist Onkel Frank. Frank, und? Sie ist nicht reingegangen. Wo ist sie jetzt? Sie will nach Hamburg zurück. Ja, vielleicht hätten wir uns mehr um ihre Prüfungsangst kümmern müssen. Vor allem ich kenne das ja nur zu gut. Ja, gut, klar. Klar, muss man sich auch helfen lassen. Ja, ist gut. Danke. Sally? Mami, hör's. Mir ist schlecht. Mir auch. Vero, Sie müssen ganz schnell kommen. Es sind einfach viel zu viele Patienten. Das ganze Dorf ist krank. Was? Okay, ich komme. Herzlich willkommen. Was ist hier los? Ja, in Talon ist eine Seuche ausgebrochen. Eine Katastrophe, eine Invasion. Alles schlecht, Magenkrämpfe, Schweißausbrüche, Kreislaufkollaps. Das ist das Glück der geduldigen Paulette. Das wird der Durchbruch für uns als Praxis. Oh Gott, schicke mir bitte Geduld, aber plötzlich. Einen schönen guten Morgen. Ich bin der Dr. Simon. Und ich freue mich, dass Sie so zahlreich erschienen sind. Paulette, schicken Sie mir doch gleich den ersten Patienten rein und verteilen Sie Wasser. Und haben wir Salzstangen? Ja. Und holen Sie die Aufbauinfusion raus. Können Sie die anlegen? Nein, leider nicht. Aber Vero kommt ja gleich. Paulette, das sind meine Patienten. Rufen Sie sie an und sagen Sie, ich brauche Ihre Hilfe nicht. Ich habe es jetzt akustisch und nicht. Überspannen Sie den Bogen nicht. So. Wie fühlen Sie sich denn? Furchtbar. Ganz matt. 39. Machen Sie mal den Mund auf. Trocken. Vermute mal eine schlimme Magenverstimmung. Vielleicht haben Sie irgendwas Falsches gegessen. Fisch? Nein. Irgendwas mit rohen Eiern? Sicher nicht. Das Allerwichtigste ist jetzt, dass Sie trinken, trinken, trinken. Ihr Körper hat durch den Durchfall so viel Wasser verloren, das müssen Sie irgendwie oben wieder reinschütten, okay? Sie können da auch ein bisschen Traubenzucker reinmischen, da holt der Körper sich dann was zurück. Ich mache mir nur irgendwie Sorgen, weil Sie hier alle dieselben Symptome haben. Sie müssen trinken. Trinken Sie so viel Sie können. Steff, ich konnte einfach nicht reingehen. Ich weiß nur noch nicht, wie es Therese beibringe. Lea wird mich hassen. Vero, du weißt, ich hätte dich total gern hier, aber... Weißt du, seitdem du in Talon bist, hörst du dich irgendwie glücklicher an. Glücklicher? Wenn du wüsstest, was hier los ist.
Ich muss aufs Gas drücken, du, das ganze Dorf liegt flach, irgend so ein Magen-Darm-Virus. Arbeitest du etwa in der Praxis deines Vaters? Nein. Nein, ich helfe nur aus. Paulette hat mich gefragt. Du kannst in Deutschland die Prüfung machen. Leas Zuhause ist Hamburg. Da wohnt immerhin noch ihr Vater. Und der will nicht, dass Lea wegzieht. Ich habe gar keine Wahl. Außerdem bin ich die Einzige, die Geld verdient. Und zwar in Hamburg. Du, ich melde mich bei dir, wenn ich weiß, wann ich hier wegkomme, ja? Vero? Tschüss. Wenn wir wieder zurück nach Hamburg gehen, musst du dann alles verkaufen? Solange ich denken kann, war unsere Familie hier. Und solange ich lebe, werden wir hier sein. Hier wird nichts verkauft. Ich muss mir nur wirklich was einfallen lassen. Wir machen einen Trödelmarkt oder verkaufen alte Sachen von Serge im Internet. Alte Medizinbücher? Alles, was du nicht mehr brauchst. Vielleicht finden wir ja ganz alte Sachen, die ganz viel wert sind. Oder mit dem Internet bin ich nicht gerade befreundet. Das ist ganz einfach. Deal? Deal. Jetzt müssen wir dich erstmal wieder auf die Füße kriegen. Und deine Mutter überzeugen, hier zu bleiben. Keine Sorge. Um Vero kümmere ich mich. Das wird Daniel sein. Versuch mal ein bisschen zu schlafen. Kommen Sie rein. Madame. Ich bin so froh, dass Sie wieder da sind. Ihre Tochter hat mir das Leben gerettet. Ich weiß nicht, was mich geritten hat. Die Situation hat mir den Boden unter den Füßen weggerissen. Sie sind Witwe. Das ist verständlich. Sie sind Witwe. Ach, Sie haben Ihre Frau geliebt. Ich bin nur Ihr Verwalter. Sie sind der Experte für unsere Oliven. Wissen Sie schon, dass das ganze Dorf flach liegt? Irgendein Magen-Darm-Virus. Das ist schrecklich. Au revoir. Au revoir, Daniel. Voilà. Komm her. Das tut dir gut. So. Ja, ganz langsam. Ein Schluck. Und noch ein Schluck. Das wird deinen Magen hoffentlich beruhigen. Noch ein Schluck. Die ist vollkommen dehydriert, die muss sofort an den Tropf. Die ist Madame Leroc. Paulette, holen Sie bitte den Tropf. Madame Leroc. Madame Leroc. Es geht Ihnen gleich besser. Kolikartige Konvulsion des Magens, Dehydration, zahlreiche Erbrechen. Wenn Sie schon hier sind, können Sie auch helfen. Ich kann gerade nichts anderes machen, als zu stabilisieren. Okay, danke schön. Paulette? Mhm. Sie helfen mir. Sehr gerne. So. Vielleicht geht's Ihnen wieder besser. Jetzt wird's kurz kalt. Denken Sie bitte daran, hier die Tüten alle zu benutzen und halten Sie Abstand zu Ihren Nachbarn. Jetzt geht's Ihnen gleich besser. Bonjour. Madame Gilbert, Sie auch? Nein, Lea. Lea? Kommen Sie. Ich bin Lea in meinem Behandlungszimmer. Dr. Simon, darf ich? Ja, selbstverständlich. Ich habe ihr meinen Spezialtee gemacht, also den Serge auch immer genommen hat, wenn Patienten dieselben Symptome hatten. Jetzt mache ich mir doch Sorgen. Lea. Mama, mir ist schlecht. Dr. Simon, haben Sie eigentlich schon die Proben ins Labor geschickt? Ja, der Kurier kommt in einer halben Stunde. Wenn die sich beeilen, bekomme ich heute Abend schon die ersten Resultate. Hat Frank angerufen? Ja, Mama. Ich will hier bleiben. Verstehe.
geht es schlagartig besser. Weißt du, was du gemacht hast? Du hast dir immer mit Erdbeeren rote Flecken ins Gesicht gemalt, weil du unbedingt zu Serge in die Praxis wolltest. Wirklich? Kann ich mich nicht dran erinnern. Ich warte draußen. Und übrigens, nach Hamburg gehe ich nicht. Vero, du hast mir gefehlt. Sie was? Bonjour. Schöne Bäume. Wie viele Hektar sind das? Wer will das wissen? Sagen wir es so, es möchte jemand wissen, der sich für die Kräuter unter den Bäumen interessiert. Und was wollen Sie mit den Kräutern? Die Bäume gehören den Gimbers, richtig? Was soll die Fragerei? Merci. Au revoir. Au revoir. Oh, der ist aber heute gut weggegangen, hä? Was ist mit denen, die es nicht bis hierher geschafft haben? Egal, sind ihre Patienten. Paulette. Machen Sie mir doch bitte eine Liste von all denen, die schon da waren und all denen, die noch nicht da waren. Vor allem von den schwangeren und älteren Menschen. Jetzt noch? Ja, jetzt. Oh. Mathieu, Sie sind nicht krank? Keine Magenschmerzen? Frau Dr. Gilbert, ich will nur zu Paulette. Alles, alles Gute zum Geburtstag. Dankeschön. Oh, Paulette. Oh, das ist aber lieb. Oh, ich wusste es hat nicht. Hat keiner von Ihnen an Paulettes Geburtstag gedacht? Paulette, alles. So, jetzt singen wir Joyeux Anniversaire. Alle zusammen. Joyeux Anniversaire. Joyeux Anniversaire. Joyeux. So schlimm war es doch auch nicht, oder? Ich glaube, Paulette hat es auch erwischt. Oh. Hier geht etwas um, ich Arthur. Alle sind krank, außer Ihnen. Was haben Sie gestern gemacht, was die anderen nicht gemacht haben? Soll ich nach Paulette sehen? Nein, die kann sich alleine übergeben. Wo waren Sie gestern? Ich habe mich um meine Reben gekümmert. Und die anderen? Sie waren alle auf dem Pfarrfest. Ich hab's nicht so mit Gott. Das Pfarrfest? Oh, mein Gott. Keine Salmonellen. Salmonellen? Daran kann man doch sterben. Nur wenn es zu einer Sepsis kommt und bei sehr alten und sehr jungen Menschen. Paulette? Kommen Sie mal hier raus. Kommen Sie, kommen Sie. Und Sie gehen jetzt umgehend nach Hause und legen sich hin und trinken, trinken. Und Sie begleiten Paulette bitte, ja? Ich kümmere mich um Sie. Nicht um meinen Geburtstag. Dr. Simon, das ist Ihre Praxis, Ihre Patienten. Sie machen die Liste. Ich muss mich jetzt auch auf den Weg machen, es war ein langer Tag. War heute nicht die Prüfung? Ja. Sie sind durchgefallen. Bin gar nicht reingegangen. Schönen Tag noch.
Für Ihre Schuldenberatung erwarten wir Sie in der Bank am 3.7. um 10 Uhr. Vero, wo ist Lea? Na, die schläft schon. Mal sehen, was sich hier alles so verkaufen lässt. Ich konnte nicht. Ich konnte einfach nicht reingehen. Wief. Wief? Ist doch nicht wichtig. Ja, nun? Ach, ich könnte ein Grand Hotel eröffnen. Oder ich beherberge Migranten. Das ist verboten. Dann baue ich Hanf an. Das würde wenigstens Geld bringen. Ach, Vero. Das Haus hier, das war furchtbar leer, als du gegangen bist. Das war schlimm. Und jetzt Leas Lachen, sogar deine Wut. Frauen kommt oft vorbei. Daniel hat sich bei mir entschuldigt. Das Haus füllt sich wieder mit Leben, das ist schön. Serge war immer so unberechenbar, weißt du, mal Liebe, mal Hass. Und dann blieb immer in so einer Unsicherheit, was als nächstes passieren wird. Das war schon schlimmer, als du da warst, aber danach wurde es noch schlimmer. Irgendwann habe ich dann begriffen, dass seine Wutausbrüche überhaupt nichts mit mir zu tun haben. Eigentlich hatte er Angst, dass ich ihn verlassen werde. Das hat er gut gemacht. Er hat uns großartig manipuliert. Erst heute Morgen kam die Angst wieder hoch. Du meinst, bei deiner Prüfung, das wäre... Wird man nicht so einfach los, die Vergangenheit. Holt ihn immer wieder ein. Ich muss mich morgen noch um die Salmonellen mit Dr. Simon kümmern und dann reisen wir ab. So wirst du deine Angst aber nicht los. Das sagt die Richtige. Weißt du noch, als du in Hamburg warst, zu Leas Geburt? Du wolltest dich von Serge trennen. Und hast du es gemacht? Nein. Du hast dich nicht getrennt. Du hast dich nicht deiner Angst gestellt. Du musst doch meine Fehler nicht wiederholen, oder? Vero, hab nach den Bäumen gesehen. Die sehen gut aus. Das ist gut. Wo ist die Chefin? Hinten? Chefin. Hören wir? Ich hab sie gar nicht kommen gehört. Das Labor hat angerufen. Das sind Salmonellen. Salmonella enterica. Mist. Woher? Das sollten wir möglichst schnell rausfinden. Wir? Das müssen Sie schon alleine rausfinden, Dr. Simon. Ich fahr zurück nach Hamburg. Bitte. Bitte. Bonjour. Oh, Daniel. Sieht gut aus, soweit ich das bisher beurteilen kann. Keine Schädlinge bisher entdeckt. Ja, das ist ja beruhigend. Aber etwas ganz anderes. Mich hat gestern eine junge Frau in den Oliven angesprochen. Sie hat sich erkundigt, ob das die Oliven der Gilberts sind. Etwa 25 Jahre alt, dunkelhaarig, so groß? Fast genau. Darf da wohl nicht wahr sein. Edouard! Geht's dir inzwischen besser? Ja, der Tee wirkt Wunder. Sie waren doch vorgestern auch auf dem Fahrfest. Hab schon gehört, dass Sie den Täter suchen. Nein, das wird ja nicht jemand absichtlich gemacht haben, um das Dorf umzubringen. Wir versuchen jetzt hier nur das Schlimmste zu verhindern, dass jetzt nicht alle krank werden. Das Carpaccio vom Toro hatte ich mitgebracht. Das ist was Feines. Und das lag nicht zufällig in der Sonne? Nein, es war im Kühlschrank. Ich hatte vorher davon gegessen und es ging mir gut. Vero, übernimmst du jetzt die Praxis von deinem Vater? Nein, ich lebe hier in Deutschland, in Hamburg. Was haben die, was es hier nicht gibt? Schlechtes Wetter? Ich bin ja jetzt Ihr Arzt. Also, wenn irgendwas ist, Eduard, Sie können mich jederzeit gerne anrufen.
Ach, die Gilberts waren immer die Ärzte hier am Ort. Au revoir, Vero. Au revoir. Au revoir. Rechts, das ist eine Abkürzung. Hier fahre ich nicht lang. Es geht aber schneller. Madame Gilbert, mal ganz ehrlich, sind Sie in den letzten 15 Jahren diesen Weg einmal gefahren? Nö. Also, wo lang? Na gut, dann da lang. Thierry? Okay. Los, zum Atelier meiner Tante. Tante? Da lang, zum Bistro. Thierrys Frau. Los, schnell. Thierry ist ihr Onkel. Mhm. Kathrin! Thierry, was ist passiert? Sie lag am Boden, sie ist ohnmächtig geworden. Madame Rousseau. Madame Rousseau, hören Sie mich. Schauen Sie mich an, öffnen Sie die Augen. Véronique Gilbert, wir brauchen einen Krankenwagen in die Rue de Gambetta nach Talon. Sie versuchen, meine Hand zu drücken. Zu Thierrys Bistro. Catherine Rousseau liegt ohnmächtig am Boden. Kommen Sie bitte schnell. Merci. Oh, Madame Rousseau, kommen Sie zurück. Sie muss ins Krankenhaus. Ich glaube nicht, dass das ein Herzinfarkt oder ein Apoplex ist. Kein Schlaganfall. Madame Rousseau, ich bin es, Dr. Simon. Können Sie mich hören? War ich schon mal schwindelig. Die Salmonellen sind es auf jeden Fall nicht. Nein. Wegen Krankheit geschlossen. Das ganze Dorf. Fast. Ah. Bonjour. Bonjour. Wie geht's dir? Sind das die neuen Hausbesuche? Die Ärzte kommen zu einem, fragen einem, wie es einem so geht und kassieren dafür? Ach, gar keine schlechte Idee. Wir wollten eigentlich nur wissen, warst du vorgestern auf dem Pfarrfest? Aber ja, alle waren da. Also, dich habe ich da nicht gesehen, aber das war ja auch früher schon nichts für dich. Dr. Simon, Entschuldigung, ich habe mich gar nicht vorgestellt. Melanie Leroc. Freut mich. Ja, sie habe ich da auch nicht gesehen. Du warst also auf dem Fest, bist aber nicht krank. Offensichtlich, oder nicht? Wird das Pfarrfest immer noch durch Spenden der Teilnehmer finanziert? Aber ja. Und die Bäckerei hat auch gespendet? Aber ja, wie jedes Jahr. Auch von den Macarons? Die sind unsere Spezialität. Wir haben schon etliche Preise damit gewonnen. Willst du etwa andeuten, unsere Macarons sind schuld daran, dass alle mit Magenkrämpfen und Durchfall in ihren Betten liegen? Hier, probier mal. Die sind einwandfrei. Danke. Wir sind nicht schuld. Ich stehe seit 4 Uhr morgens in der Backstube dafür, dass keiner kommt. Und dann kommst du und sagst mir, ich habe das ganze Dorf vergiftet. Wir suchen nur nach der Ursache. Ganz, ganz lecker. Hm. Sollte Ihnen doch schlecht werden, rufen Sie mich an. Ich mache auch Hausbesuche. Au revoir. Au revoir. Hm? Ja. Danke. Tschüss. Au revoir. War wirklich sehr lecker, die Macarons. Au revoir.
Glauben Sie an Gott? Ich dachte immer, er würde mich beschützen. Hat er? Gut zu wissen, dass Sie nicht von allen geliebt werden. Ich dachte schon, Sie sind vollkommen. Vielleicht sollte ich mich um das nächste Gespräch kümmern. Wie Sie meinen, ich muss sowieso nach Montpellier zu Katrin. Madame Gilbert, Ihre Tante ist bei Dr. Franck Gilbert in besten Händen. Ihr Onkel wird seine Frau keine Sekunde aus den Augen lassen. Wenn wir aber nicht schnell die Ursache finden, dann sterben hier vielleicht bald die ersten Leute. Ah, meine liebe Véron, ich habe dich wie jedes Jahr bei unserem Fest vermisst. Und Serge, der gute Serge hat gefehlt. Ich bin mir sicher, das Fest war auch ohne mich ein voller Erfolg. Monsieur le Curé. Und Sie sind genauso ungläubig wie unsere Véron? Sagen wir so, ich glaube eher so an die Energie von Hirn und Herz. Aber ich frage mich, ob eins Ihrer Schäfchen vielleicht ein verdorbenes Mahl zum Fest gespendet hat. Was gab es denn zu essen? Ich soll darüber berichten, was es alles zu essen gab, wobei ich nicht das Geringste essen durfte. Ich bin auf Schonkost, wegen des Herzens. Wissen Sie, wie schwer mir das fällt? Mon Dieu, mon Dieu. Aber gut. Natürlich, ich helfe gern. Es gab eine Tartine de Rocher. Villefeuille d'Agneau. Eine Dorte de Poulpe. Und ein wunderbares Clafoutis de Mamet. Irgendetwas mit rohem Fleisch oder frischen Eiern? Ja, Edouard hat ein wunderbares Carpaccio vom Taureau gebracht. Eine Spezialität, die war natürlich roh. Die Macarons hatten wir von der Bäckerei, die sind mit Eiweiß. Aber wir hatten auch ein Aioli. Für das Grillgut. Das ist mit frischem Ei. Monsieur le Curé, Sie haben uns sicherlich sehr geholfen. Das würde mich freuen. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Monsieur le Curé. Bonjour. Ich bin Thérèse Gilbert. Ich habe einen Termin mit Marcel Duron. Sehr gerne. Einen Moment, bitte. Madame Gilbert. Marcel, ich warte seit über einer halben Stunde. Das tut mir leid, aber dafür kann ich nichts. Was willst du eigentlich von mir? Sie. Ich kenne dich seit deiner Geburt. Und jetzt bin ich 31 Jahre alt und arbeite hier in der Bank. Also, was willst du von mir? Mein Beileid. Deswegen musste ich bestimmt nicht kommen, oder? Wir müssen über Ihre Außenstände sprechen. Mit dem Tod Ihres Mannes sind Sie in der Pflicht der Rückzahlung. Und wie ich weiß, haben Sie kein Einkommen. Oder? Die Gilberts waren immer treue Kunden dieser Bank. Ihr habt sehr viel Geld mit uns verdient. Eine Bank verdient doch an Schulden, oder? Dachte ich's mir doch. Marcel, ich brauche mehr Zeit. Lass uns das Problem gemeinsam lösen und setz mich bitte nicht unter Druck. Madame Gilbert, Ihr Ölgeschäft liegt brach. Das wird nächstes Jahr anders. Wir stellen um auf ökologisch und entwickeln neue, unterschiedliche Sorten. Wir konnten Daniel Lecar halten. Sie könnten die andere Hälfte Ihrer Praxis verkaufen. Was ist denn mit Dr. Simon? Übernimmt der nicht vielleicht auch noch diese? Was ich wem verkaufe, das geht dich überhaupt nichts an. Geht Sie nichts an. Wie bitte? Jetzt mach mich doch nicht verrückt. Trotzdem, es geht dich überhaupt nichts an. Ich wiederhole mich. Ich brauche mehr Zeit, um Lösungen zu finden. Madame Gilbert, ich bekomme doch selber den Druck von oben. Mir sind die Hände gebunden. Ich kann nichts machen. Ach, du kannst hier gar nichts entscheiden. Warum spreche ich denn überhaupt mit dir? Dann schick mir doch mal bitte deinen nächsten Vorgesetzten. Verkaufen Sie. Machen Sie Ihren Grund zu Geld. Oder haben Sie eine andere Geschäftsidee? Und die Bank ist gerne bereit, meinen Grund zu kaufen. De l'ombre, les hauts, je suis revenue des ombres, les hauts. Les heures étaient trop longues, les hauts. Sans ta peau sous mes ongles,
je ne t'ai pas attendu. Léo, je sortais dans la rue. Léo, pour goûter d'autres corps. Léo, mais je criais trop fort. Les garçons, c'est pas toi, ce ne sont que des mains, sans tes doigts qui brûlent sur mon corps. Hallo? Oh Gott, Isabelle, das bist ja du. Ist dir was passiert? Isabelle, Vorsicht, Vorsicht, ist alles in Ordnung? Warte, nicht aufstehen, nicht aufstehen, ich komm rum. Bleib ganz ruhig. Ganz ruhig atmen. Ganz ruhig. Ich komme schon. Tut dir was weh? Ist dir irgendwas passiert? Ich wurde umgefahren. Wir sind uns ausgewichen. Ja, das hat ja super geklappt. Ist alles okay? Kannst du alles bewegen? Nee, ich... Geht schon. Ich habe mich nur fürchterlich erschreckt. Es kommt davon, wenn man sich auf fremden Grund begibt. Hier wächst Atropa belladonna. Tollkirsche. Willst du mich vergiften? Ich interessiere mich für Kräuter. Tatsächlich. Ich wollte mal fragen, ob Sie auch vor 2 Tagen bei dem Fahrfest waren. Ja, das war ich. Und haben Sie da von dem Carpaccio gegessen? Ja, das war sehr gut. Keine Magenprobleme oder irgendwas in der Richtung? Nein, ich hatte keine Probleme. Also nichts Besonderes. Okay. Schon gegessen und hat nichts. Das kann es also wirklich nicht sein. Jetzt sollte man allerdings direkt mal bei seiner Mutter vorbeischauen. Die hat wohl die Knoblauchmayonnaise gemacht und hat heute noch nicht Pieps gesagt. Qu'elle soit mienne ou qu'elle soit vôtre, la vie nous dépasse. Que vendra, yo escribo mi camino sin pensar, donde acabará. Dans mes joies, dans mes peines, dans mes choix, dans mes larmes, je laisse aller mes sentiments. Au mieux on écrit son chemin comme on se soigne. Madame, bonjour. Haben Sie die Knoblauchmayonnaise gemacht? Aber ja, wie immer. Knoblauchmayonnaise. War bestimmt lecker. Ja, wenn die Eier nicht verseucht sind, dann bestimmt lecker.
Was passiert denn jetzt mit den Hühnern? Tiere halten Salmonellen eigentlich ganz gut aus. Ich weiß nicht, ob die jetzt gekeult werden müssen. Das wird sie wieder Minuspunkte kosten. Wieso? Sie waren doch auch dabei, es rauszufinden. Außerdem schützen wir die Leute doch dadurch. Ich habe den Bonus der Alteingesessenen. Sie sind ein Fremder. Dafür habe ich jetzt einen Haufen Patienten. Der Monat ist gerettet. Unglaublich. Haben Sie das Dorf vergiftet? Sie haben nicht bestanden, stimmt's? Es geht Sie überhaupt nichts an. Stand Serge in der Tür? Was wollen Sie? Die andere Hälfte der Praxis. Wir haben 51%, das sind mehr als die Hälfte. Ich fahre jetzt nach Montpellier. Sie haben ja die Liste mit den Patienten, die Sie noch aufsuchen wollen. Können Sie sich gleich bekannt machen? Und wenn die Kräuter von Therese wirken, können Sie gleich noch Pluspunkte sammeln. Will Geld. Ich habe noch 3.000 Euro. Die habe ich hier versteckt. Damit müssen wir über den Sommer kommen. Allerdings, wenn die Olivenernte gut ist, dann könnte ich es schaffen. Kathrin ist im Krankenhaus. Es geht sie auch zum Fahrfest. Sie ist nie auf dem Fahrfest. Das ist was anderes. Das kann ja nicht egal sein. Thierry, verstehe. Ist Frank bei euch? Ich komme. Deine Schwester ist schwer krank. Ich fahre jetzt zu ihr. Kommst du mit? Lea müsste gleich zurück sein. Ich kann Danielle anrufen. Nein, ich komme nicht mit. Nein. Thierry, wie lange kennen wir uns jetzt? Wie lange waren Therese und Serge verheiratet? 36 Jahre. 36 Jahre. Und deshalb möchte ich ohne Umschweife zu euch sprechen. Wir haben es bei Kathrin mit einer Leukämie zu tun. Genauer gesagt einer CML, das ist eine chronisch-myolische Leukämie. Das ist eine ziemlich ernstzunehmende Sache. Aus den Befunden entnehme ich, dass du das schon eine Weile mit dir rumschleppst. Die Beschwerden sind Müdigkeit, Schwäche, Schwindel. Hattest du das in der letzten Zeit? Ab und zu. Wann warst du das letzte Mal beim Arzt? Ist eine Weile her. Und Tolerung, da wollte ich nicht. Ich. Na klar. Aber auch bei Leukämie gilt, Krebs ist nicht gleich Krebs. Bei dieser spezifischen Form, da gibt es hohe Heilungschancen.
Was muss ich tun? Erstmal positiv bleiben. Wir werden einen Spender für Stammzellen suchen, die von deinem Körper nicht abgestoßen werden. Das ist ein bisschen die Suche nach der Nadel im Heuhaufen. Aber bei Geschwistern und bei den eigenen Kindern ist die Trefferquote am höchsten. Geschwister scheidet aus. Das ist doch idiotisch. Therese würde das sicherlich gerne machen. Dann müssen wir die Daumen halten, dass es bei Thomas oder Sarah passt. Sarah fliegt morgen, aber sie hat einen längeren Aufenthalt in Montreal. Thomas wird gerade Papa. Sie können sich testen lassen, da wo sie gerade sind. Sie soll mich nachher anrufen. Parallel dazu starten wir natürlich auch eine internationale Suche. Und in dieser Zeit bereiten wir deinen Körper mit Medikamenten für eine Transplantation vor. Ich möchte nach Hause. Das ist nicht so einfach. Du brauchst medizinische Betreuung. Katrin, du hast eine reelle Chance. Salut. CML. Sie will nicht, dass Therese davon erfährt. Aber sie könnte eine Spenderin sein. Verstehe. Ist diese Familie anstrengend? Hab gehört, Familien sind so. Therese? Therese? Alles in Ordnung? Ist schon 4 Uhr? Ja. Ich möchte dir was zeigen. Komm mal mit. Ich habe da eine Idee, die uns beiden helfen könnte. Krebs. Ist eine Form von Krebs. Ist richtig. Vero, mir bleibt nicht mehr viel Zeit. Bis ein Spender gefunden ist, bin ich... Magst du mir einen Wunsch erfüllen? Was auch immer. Du kannst doch Spritzen setzen, oder? Mhm. Gut. Schatz, sagst du der Ärztin, dass wir nach Hause fahren? Mhm. Katrin, ich verstehe nicht. Du bist doch meine Nichte. Mhm. Du bist examinierte Krankenschwester und bald Ärztin. Du wirst meine ärztliche Betreuung in Talon übernehmen. Bitte. Wenn ich gesund werden soll, dann nur zu Hause. Mit deiner Hilfe. Katrin, das geht nicht. Ich muss nach Hamburg zurück. Ich muss arbeiten. Serge hat uns Schulden hinterlassen. Wir bezahlen dich. Ich bin nicht zur Prüfung gegangen. Wir müssen die Praxis verkaufen. Therese will das aber nicht. Ich muss Geld verdienen. Bis das richtige Knochenmark gefunden wird. Das kann dauern. Aber genau deshalb will ich doch nach Hause. Ich bezahle dich. Und... Hört mir eigentlich jemand zu? Hilf mir mit Katrine Talon. Bitte. Sie ist bei Matteo. Daniel hat ein Zelt im Garten aufgebaut. Kannst mich auch mal fragen. Und? Was hat sie? Krebs. Leukämie. Heilbar? Wir müssen einen Spender suchen.
Bei Kindern und Geschwistern ist die Chance am größten, das richtige Knochenmark zu finden. Diesen Whisky hat sie ja schon mal getrunken. Ich wollte mal testen, wie das so schmeckt, jetzt wo ich die Chefin bin. Und? Ekelhaft. Und jetzt willst du wissen, warum Katrin und ich nicht mehr miteinander reden? Das wäre doch jetzt meine Gelegenheit, hm? Katrin hat sich mit Serge angelegt. Und ich habe sie nicht verteidigt. Er war ziemlich übel zu ihr und ich habe mich rausgehalten. Dann kam das große Schweigen und irgendwann weiß man gar nicht mehr, wie man sich begegnen soll. Ihr seid Nachbarn. Ich war doch nie im Dorf. Warum? Ich konnte es nicht mehr hören. Serge ist so ein toller Mann. Was für ein toller Arzt. Und ich habe mich geschämt. Ich meine, das wussten doch alle, dass der ein Kind mit dieser Bonnet hat. Thierry und Katrin, das sind deine Familie. Katrin war so maßlos enttäuscht von mir, dass ich nicht hinter ihr stand. Außerdem wollten sie mich zwingen, dass ich mich trenne, genau wie du. Als ich ihm gesagt habe, dass ich ihn verlasse, da hat er mich angeguckt. Den Blick, den werde ich nie vergessen. Hast du Serge eigentlich mal richtig geliebt? Ja, natürlich. Warum? Du und Leon. Ihr seid doch alles, was ich habe. Und Frank. Neben dir könnte deine Enkelin sitzen. Die dich sehr, sehr liebt. Da könnte Katrin sitzen, deine Schwester. Da könnte Thierry einen Toast aussprechen. Da würde Franck ihm zuprosten. Hier könnte Isabelle sitzen, meine Halbschwester. Ich habe sie eingeladen. Später kommt noch Thomas, der bald Vater wird. Und morgen kommt Zara, unsere Stewardess. Wo sitzt denn du? Könnte da sitzen. Neben dir, vielleicht. Bonne nuit. Bonne nuit, Vero. Uns das Leben von Katrin zu retten. Aus. Und? Meinst du, es klappt? Na, ein Versuch ist es wert. Du warst mit Marcel in der Schule. Wenn er etwas sagen wollte, hat er kein Wort rausgebracht und ist rot geworden. Madame Gilbert. Marcel!
Bonjour. Bonjour. Ja, bitte. Bitte. Ja. Was verschafft mir die Ehre? Ja, das ist meine neue Geschäftsidee. Isabel. Was? Was? Marcel. Therese und ich, wir sind gerade dabei, ein Unternehmen zu gründen. Ein Startup. Unsere Expertise liegt im Bereich Heilkräuter und ihre Verwendung. Das gibt's hier nicht oft. Das hier ist einer der Olivenhaine von Therese. Komm doch mal rüber. Setz dich, Marcel. Weißt du, das ist das reinste Paradies. Da wächst bereits Globularia cordifolia oder Lavandula angustifolia oder Linaria repens. Aber das ist noch nicht alles. Hier wächst's wild. Aloe vera, Escholzia californica. Weißt du, wie selten das ist? Nee. Weißt du, wenn wir einen kleinen Anschubkredit für unser Startup bekommen könnten? Ja, und einen Aufschub der Tilgung. Dann wären schwupps alle Schulden von Serge abbezahlt. Und macht sich das nicht gut in deiner Bilanz? Als Startup-Berater? Bist du bereit? Klar. Einspaziert. Okay, du musst jetzt hier den Laden schließen, ja? Mhm. Heute wird nur aufgeschrieben und nicht bezahlt. Du fragst jeden, wie er heißt, schreibst auf, was er getrunken hat und später macht die Reda den Rest. Okay, schaffst du das? Ja. Ich bin stolz auf dich. Oh Gott, sind die Pünktchen. Bonjour, Monsieur. Madame, bonjour. Wir sind vom medizinischen Dienst. Bonjour. Wir liegen in einem Krankenbett, 10 x 250 ml Infusionslösung. Thérèse. Oh, Franck. Bonjour. Bonjour. Oh non? Morgen wissen wir mehr. Wie wird das dann weitergehen? Die Methode heißt Stammzellapherese. Wir spritzen dir ein Hormon, das sorgt dafür, dass wir dir nach einer gewissen Zeit einen Teil deiner weißen Blutkörper entnehmen können. Du kommst in eine Art Pumpe, wir nehmen dir Blut ab, holen uns, was wir brauchen, und es wird dann am anderen Arm wieder eingeleitet. Das entnommene Blut wird dann Katrin zugeführt und dann brauchen wir etwas Glück, dass es nicht abgestoßen wird. Wird bestimmt abgestoßen. Wenn sie mitbekommt, dass es dein Blut ist, dann wird es mit Sicherheit abgestoßen. Und wie sind die Nebenwirkungen? Ein wenig Müdigkeit. Alles? Gut. Damit komme ich klar. Ich möchte dann doch nicht verlieren. Ist ja meine Urfamilie. Und jetzt gehst du noch zu Melanie in die Bäckerei und holst Croissants und Baguettes. Okay? Mhm. Merci. Vero, ich habe Angst. Was soll nur werden? Wir müssen einen Spender finden.
Liegen die Ergebnisse von Sarah und Thomas schon vor? Ja, nix, passt nicht. Und dein Wert ist nicht kompatibel. Mist. Wir werden Großeltern, das erste Mal. Wir können nicht weg. Kathrins große Ausstellung. Die müsst ihr verschieben. Wie lange kannst du denn eigentlich noch bleiben? Naja, eigentlich gar nicht. Oh, das ist gerade eine ziemliche Baustelle, mein Leben. Die ganze Zeit unbezahlter Urlaub. Ich weiß auch nicht, wie lange die das noch in Hamburg mitmachen. Ehrlich gesagt, ich weiß gerade gar nicht, wo ich richtig bin. Es ist egal, wo ich bin. Ich werde was vermissen. Bonjour. 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 Paulette, wie viele sind es? So viele. Fast alle machen mit. Ach, merci, merci. Danke, danke, danke. Danke, dass ihr alle dabei seid. Kathrin lässt euch alle herzlich grüßen und ich bin mir sicher, wir werden die Nadel im Heuhaufen finden. Dr. Simon, danke. Wird schon. Komm so. Arthur! Also, ich hätte nicht gedacht, dass Sie kommen. Kann ich auch was anderes spenden? Lieber eine Niere oder das Herz? Wenn du noch irgendwas brauchst, klingelst du, ja? Jetzt erholst du dich erstmal. Das ist komisch mit diesen Dingern hier. Ja, aber es geht nicht anders. Kathrins Immunsystem wird gerade runtergefahren. Jede Erkältung, jeder noch so kleine Schnupfen ist eine Gefahr. Ich küsse dich durch dieses... Vero? Siehst du das, was ich sehe? Wenn du das Gleiche siehst, ist es erstaunlich. Ja. Thierry, seid ihr umgezogen? Nein. Gott, dann finde ich den weg. Bonjour. Lea. Das ist Kinderarbeit. Das macht Spaß hier. Möchtest du einen Kaffee? Danke. Kathrin ist oben. Wir bleiben hier. Gut. Thierry. Klar. Madame Gilbert, meine Praxis wird noch zum Gemischtwarenladen. Jetzt wollen die Patienten immer mehr von dem Kräutertier, Mutter. Und zwar ohne Magen-Darm. Das ist doch super. So können Sie expandieren. Technisch. Doch nicht mit Kräutern. Ganzheitliche Medizin ist auf dem Vormarsch.
Verlieren Sie nicht den Anschluss. Apropos Anschluss. Ich bräuchte noch schnelleres Internet für meine Skype-Verbindung. Aber der Vertrag läuft immer noch auf den Namen von Ihrem Vater. Dr. Simon, ich würde gerne wissen, wie viel Ihnen die andere Hälfte der Praxis wert ist. Machen Sie uns ein Angebot? Im Ernst? Ernster war ich noch nie. Also zumindest Ihnen gegenüber. Den Schlüssel behalte ich noch. Ich muss noch ein paar Sachen rausholen. Gute Nacht, Dr. Simon. Gute Nacht. Schön, dass du anrufst. Und, hast du was rausgefunden? Versprochen. Wann? Was, nächste Woche schon? Oh Gott. Boah, das ging aber schnell. Okay, dann brauche ich jetzt dringend einen Crashkurs in Scheiß auf die Angst. Ja? Okay. Ja, ich melde mich. Huch, ich hab dich gar nicht kommen sehen. Ich war in der Kräuterhütte. Was? Du bist die ganze Zeit da hinten und rührst dich nicht einmal? Ich habe einfach die Zeit vergessen. Was machst du denn hier? Ich warte auf Therese. Wir gründen ein Start-up. Wir wollen pflanzliche Kosmetik und pflanzliche Medizin herstellen. Bitte? Doch. Ich habe gerade angefangen. Dafür lasse ich mir den Pflichtanteil nicht auszahlen. Und ich mache gerade eine Ausbildung zur Phytotherapeutin. Aha. Kräuterheilkunde. Wir stecken das Geld ideell in das Unternehmen. Mit allen Risiken. Wir können auch Hanf anbauen. Das bringt ziemlich viel Geld. Und für medizinische Zwecke ist es legal. Wer hat denn sich das ausgedacht? Therese? Nein. Doch. Weiß deine Mutter das? Nö, ich bin doch volljährig. Autsch. Talon ist zwar ein Dorf, aber verbergen kann man hier eine ganze Menge. Ich habe sogar eine Idee wegen deiner Prüfungsangst. Da hilft Jia Golan. Das bringe ich dir morgen mit. Die was? Jia Golan. Das Kraut der Unsterblichkeit. Müsstest du als Ärztin eigentlich kennen. Hallo zusammen. Katrin? Ja, sie hat geschlafen. Sie sieht schlecht aus. Fast alle im Dorf haben sich registrieren lassen. Morgen wissen wir mehr. Ihr seid jetzt also Geschäftspartner, ja? Ja, du gehst doch sowieso nach Hamburg zurück. Da kam mir die Idee mit Isabel. Hättest du auch mal mit mir besprechen können. Warum? Du hast dich doch die ganzen Jahre nicht dafür interessiert, was ich mache. Dir war das hier alles egal. Aber doch nur wegen Serge. Da kann ich für alles verantwortlich gemacht werden. Das müssen wir nicht immer anhören. Nacht. Sie wird sich wieder beruhigen. Dein Labor ist super. Aber wir brauchen mehr Platz. Das Haus ist leer. Okay. Trace des chemins qui n'attendent que toi. À toi l'enfant qui vient, je précède tes pas. Je murmure ton nom dans le souffle de ma voix. Je t'offrirai le monde, toi, que je ne connais pas. Je t'ouvre grand mon cœur, comme on ouvre ses mains. Je t'espère des bonheurs aussi grand que les miens. Das ist unser größtes Feld mit den Picholinen. Hier wachsen die Grossanen. Ah, die sind aber dieses Jahr nicht in Salz eingelegt worden, weil sie gar nicht geerntet wurden. Ja, das ist richtig. Und wenn es in diesem Sommer wieder so heiß wird, das wird dem Hain nicht schaden. Nein, nein, die Grossanen halten das aus. Das wäre auch ein guter Platz für Kräuter, die Trockenheit abkönnen. Und hier sind die Birouguette. Und was machen die Schädlinge? Das ist wie bei den Salmonellen. Am schlimmsten sind die Bakterien. Die Olivenfruchtfliege hat uns Gott sei Dank die letzten Jahre verschont. Wir hatten keinen Baum mit Tuberkelkrankheit. Mathieu und ich haben hier gestern jeden Baum überprüft. Schön. Ich habe in Deutschland die Chance, die Arztprüfung nachzumachen, bevor das halbe Jahr abläuft. Wenn ich das schaffe, bleiben Lea und ich hier. Wenn nicht, kommen wir nur in den Ferien.
Endlich gibt's was zu feiern. Ja! Ich bin Oma. Und ich Opa. Du bist die verrückteste Oma der Welt. Alles wird gut. Frank! Nachrichten. Danke. Katrin, es wurde ein Spender gefunden. Alles wird gut. Ja. Das reimt sich auf Marmelade. Danke für deine Nachricht. Schokolade. Salut. Ja, hast du nie zu Hause Marmelade? Ich muss los. Ist was passiert? Wir sollten jetzt auch los. Kommst du mit, Lea? Darf ich? Okay, Hutbedeckung nicht vergessen und im Anschluss Second Check. Alles klar, Frau Dr. Sloy. Ja. Geschnappt. Es geht um dein Leben. Hast du mir fast gedacht. Das ist eine Isolierstation. Sie hat Krebs und keinen Ebola. Ich wollte nur auf Nummer sicher gehen. Du willst mein Blut nicht. Ich wollte wissen, ob du meine Spenderin bist. Hat Vero dich überredet? Ich weiß noch nicht mal, dass ich mich habe untersuchen lassen. Aber ich weiß, was mit dir los ist. Das ganze Dorf ist bereit, für dich zu spenden. Was? Vero war verrückt genug und hat sofort einen Spendenaufruf gestartet. Ich hatte Schweigepflicht. Können wir mit dem ganzen Theater mal aufhören und reden? Abgesehen davon, ich will dein Mitleid nicht. Wie geht es dir, Katrin? Therese. Ich hab solch eine Scheißangst zu sterben. Jetzt nicht sterben. Jetzt nicht. Ich bin gerade Oma geworden. Was? Tomatensohn. Gratuliere. Gratuliere, Thierry. Wie ich anfangen soll.
Der Kalziumwert liegt bei 4,08 Millimol pro Liter. Das ist auf jeden Fall nicht normal. Aber warum? Was würdest du tun? Das sieht nach einer Schilddrüsenerkrankung aus. Gute Idee, aber der Befund ist unauffällig. Ultraschall des Bauches. Sehr gute Idee, aber ebenso unauffällig. Wo würdest du weiterschauen? Ich würde einen Kernspin vom Gehirn machen, ob ein Tumor vorliegt. Sehr gut, so grenzt du es immer weiter ein. Aber auch hier unauffällig. Okay, dann muss die Lösung im Blut liegen. Wie sieht es mit dem Vitamin D-Wert aus? Wie kommst du darauf? Vitamin D erleichtert die Kalziumaufnahme im Darm. Um den Kalziumwert weiter zu verringern, würde ich Calcitonin verabreichen. Sehr gut. Ja, so ungefähr. Vero, du hast eine Kleinigkeit übersehen. Der Patient hat einen kleinen Autismus. Hilft dir das? Senkt denn das Hormon den Kalziumwert im Darm? Ja, der Wert normalisiert sich, die Therapie schlägt an. Ja, aber dann habe ich doch den Fall gelöst. Aber warum ist der Wert des Patienten zu hoch? Falsche Ernährung. Wer ist denn da? Das ist Dr. Hugo Simon. Bonjour. Dein Kollege ist viel schlauer, als du erzählt hast. Richtig. Die Eltern haben geglaubt, mit Kamelmilch den Autismus des Jungen zu verkleinern, aber ihn damit krank gemacht. Ja, weil Kamelmilch überdurchschnittlich viel Kalzium enthält. Richtig. Ihr seid doch ein super Team. Du, ich danke dir, ne? Ich melde mich später. Tschüss. Sie lernen. Ach, das sieht nur so aus. Ist Ihre Mutter da? Da schon, aber nicht hier. Sehr witzig. Ich würde mein Angebot für die Praxis gern persönlich übergeben. Das können Sie auch mir geben. Ich hoffe, es ist hoch genug. Ich brauche ein neues Auto. Und wie läuft's in der Praxis? Nun ja, Paulette ist zurück. Technische Erneuerungen sind ihre Sache nicht, aber wir kommen voran. Der Kräuter, die ihrer Mutter verkauft, sich so mittel bis sehr gut. Sie können das Geld ruhig hier hinlegen. Schöner Schreibtisch. Was machen Sie jetzt so? Ferien. Endlich Ferien. Ist ja schön hier. Mit Lehrbüchern. Was lesen Sie denn so in Ihrer Freizeit? Bedienungsanleitungen? Technische Ratgeber? Hören Sie auf, das war doch gerade ein astreines Tutorial. Sie lernen für die Arztprüfung. Auch Krankenschwestern brauchen Fortbildung. Sie wollen die Praxis gar nicht verkaufen. Sie sehen halt super aus. Ich werde Sie vermissen, Vero. Das glaube ich Ihnen nicht. Probieren Sie es aus. Ich hoffe, das Angebot ist nicht zu niedrig. Oh.
Hallo? Du sag mal, was soll das denn, dieses Kräuterpaket gegen Angst? Das hilft ja gar nicht. Wieso? Ja, das qualmt wie blöde und schmeckt scheußlich. Du solltest doch daraus einen Tee kochen. Okay, dann kotze ich gleich in der Prüfung wegen eurem blöden Kräutergedöns. Dr. Gilbert, Dr. Simon, Colette am Apparat? Dr. Gilbert, Dr. Simon, Telefon! Warum stellen Sie es nicht durch? Vero? Ja, Dr. Simon? Ihr Angebot ist mir übrigens zu niedrig. Ah. Bis bald. Bis bald. Lasst uns anstoßen.